Wir wollen politische Bildung nicht in Quarantäne stecken. Darum haben wir jene Podiumsdiskussion, die wir am 2. April durchführen wollten, nun digital durchgeführt und mit 4 Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern diskutiert. Tobias Betzelsberger, der ZIP-Moderator, Sophie Kammersin, die ehemalige Bundesministerin und Meinungsforscherin, Peter Köppel, der PR- und Lobbyismus-Experte und Lukas Holter standen uns hierfür zur Verfügung. Den Anfang macht Lukas Holter. Er ist politischer Direktor des Campaigning-Büro und organisiert Wahlkampagnen und politische Kommunikation. Unter anderem ist er derzeit mit dem Roten Kreuz und der Kampagne Schau auf dich, schau auf mich aktiv. 2017 und 2019 haben Lukas Holter und sein Team die Wahlkämpfe von der ÖVP und Sebastian Kurz geleitet und durchgeführt. Über das und vieles mehr haben wir mit ihm gesprochen. Sind ja gerade für euch auch derzeit aufregende Zeiten. Ihr seid auch in der Krisenkommunikation sehr aktiv rund um die Kampagne Schau auf dich, schau auf mich. Was ist denn aktuell zu beachten in so einer Krisensituation in der Kommunikation? Also ich glaube, aktuell ist es noch wichtiger in der Kommunikation, sehr sensibel und klar zu sein. Das heißt, es ist ja ohnehin schon in der politischen Kommunikation so, dass jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird. Und gerade natürlich in so einer Situation, wo ja eigentlich in den Medien schon fast nichts anderes mehr berichtet wird, muss man noch einmal mehr darauf achten, auf der einen Seite klar und verständlich zu kommunizieren und auf der anderen Seite ja, den Umständen entsprechend auch den Stil der Kommunikation oder den Stil einer Kampagne, wie das jetzt auch Schau auf dich, Schau auf mich ist, anzupassen. Also ich würde sagen, in der Krise nimmt einfach die Aufmerksamkeit zu und natürlich die Sensibilität in der Bevölkerung auch. Was sind so die zentralen Eckpfeiler von Schau auf dich, schau auf mich? Also was waren die zentralen Gedanken und Ziele dahinter? Schau auf dich, schau auf mich hat vor allem eines zum Ziel, nämlich rund um die politische und fachliche Information der Bundesregierung und des Roten Kreuzes einen kommunikativen Rahmen zu setzen. Warum ist das so wichtig? Weil sich ja in der politischen Kommunikation sehr, sehr häufig auch was ändert. Also wir haben das gerade in den ersten Wochen der Krise erlebt, dass die Politik ja fast täglich auch mit neuen Maßnahmen vor die Bevölkerung getreten ist und man als, sage ich mal, Durchschnittsmedienkonsument ja schon gar nicht mehr hinten nachgekommen ist, auf welchem Stand wir da jetzt sind. Und das war den Umständen geschuldet und aus meiner Sicht auch richtig von der Politik da schnelle Handlungen und Maßnahmen zu setzen und schnell zu eskalieren. Und so eine Kampagne wie Schau auf dich, schau auf mich soll eines schaffen, nämlich dass man Ordnung in der Kommunikation schafft. Das heißt, wir sehen das alle in unseren Newsfeeds da draußen, jeder kommuniziert momentan zu diesem Thema. Und umso wichtiger ist es, dass die Bevölkerung ganz klar zuordnen kann, welcher Teil der Kommunikation kommt jetzt hier vom Roten Kreuz und der Bundesregierung, welcher Teil ist sozusagen glaubwürdig und echt und offiziell. Und mit dem Claim Schau auf dich, schau auf mich, wollten wir eben auch ganz klar sagen, um was es eigentlich jetzt in dieser Zeit geht. Es geht darum, dass jeder, und das ist nur ganz natürlich, in einer Krisensituation natürlich einmal vor allem auf sich schaut. Also schaut, dass es einem selbst gut geht und den Menschen, die einem wichtig sind. Schau auf dich war also der Appell der Bundesregierung, dass es eben jetzt darum geht, diese Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen, um sich selbst zu schützen. Und schau auf mich sozusagen auch gleichzeitig damit jemand anderem natürlich auch hilft und Gutes tut oder eben ja, schützt in so einer Situation, wo eben mit seinem Virus wirklich auch nicht zu spaßen ist. Die Subline der Kampagne, so schützen wir uns, ist ja wirklich auch damit der Rahmen. Das ist der Plan, wie wir Österreich schützen, mit den Maßnahmen, die unter dem Dach Schau auf dich, schau auf mich kommuniziert werden. Inwiefern gilt es jetzt für Politiker und Politikerinnen auch einen Spagat in der Kommunikation zu schaffen? Auf der einen Seite Fakten zu kommunizieren und auch durchaus negative Szenarien darzustellen, auf der anderen Seite durchaus Optimismus auch immer noch zu verbreiten. Ja, absolut. Ich glaube, du sagst es völlig richtig. Es gilt, diesen Spagat zu schaffen zwischen ehrlicher, transparenter Kommunikation über den Ernst der Lage und auf der anderen Seite einen klaren Plan zu vermitteln oder eben die Sicherheit zu vermitteln, dass man einen Plan hat und dass man die Situation im Griff hat, also dass man weiß, was man tut. Ich denke mal, einmal mehr, für solche Situationen sind Politikerinnen und Politiker gewählt. Für solche Situationen hat auch die Bundesregierung einen Experten an ihrer Seite, jetzt zum Beispiel das Rote Kreuz, das eben auch diese Kampagne überhaupt initiiert hat und der Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat.
Und dementsprechend gilt es eben in der Kommunikation, diesen Spagat zu schaffen. Auf der einen Seite volles Bewusstsein zu schaffen, wie ernst die Lage ist, um auch überhaupt erst einmal die Akzeptanz zu erreichen für diese harten Maßnahmen. Die würde man ja nicht akzeptieren, würde man nicht erkennen, dass diese Lage ernst ist und dass sie notwendig sind. Und auf der anderen Seite, und aus meiner Sicht gelingt es zu 99% sehr gut, zu vermitteln, man hat einen Plan, man weiß, was man tut, man ist klar in den Ansagen, weil in so einer Situation nichts mehr verunsichert als Unklarheit, als Vor- und Zurück in der Kommunikation. Und bisher ist das aus meiner Sicht mit wenigen Ausnahmen sehr, sehr gut gelungen. Wenn wir jetzt von der akuten, aktuellen Krisenkommunikation zur allgemeinen Kommunikation, vor allem von Politikerinnen und Politikern gehen, gibt es da sowas wie allgemeine Regeln? Jetzt als Beispiel, was ist, wenn ich als Quereinsteiger nun ein hohes Amt in der Politik übernehmen würde, eigentlich aus der Privatwirtschaft kommen, was würdest du mir raten? Wie kommuniziere ich richtig als Politiker? Also ich glaube, da gibt es da draußen unterschiedlichste Meinungen und ich kann nur sagen, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, worauf es ankommt, und da gibt es natürlich viele unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass Politiker sehr oft glauben, dass sie mit Menschen sofort einmal über Fakten, Positionen, Zahlen, Daten, Fakten sprechen müssen und dabei vergessen, was ja in unserer täglichen Kommunikation ja sonst auch als Regel gilt. Jeder von uns weiß, dass man mal, um eine gute Gesprächsbasis zu haben, um auch argumentieren zu können über Inhalte, über Fakten, braucht man einmal auf einer emotionalen Basis in irgendeiner Weise eine Verbundenheit, eben eine emotionale Basis, auf der ein Gespräch stattfinden kann. Menschen ticken aus meiner Sicht, und das sagt ja auch die Sozialforschung, ticken einmal so, dass sie zuerst einmal sagen müssen, okay, wir verstehen uns auf einer emotionalen Basis und erst dann überhaupt bereit sind zuzuhören, über komplexere Inhalte, Zahlen, Daten, Fakten zu reden. Das heißt, meine Empfehlung ist auch hier, das zu beachten, was ja sonst auch jeder intuitiv meistens richtig macht, aber oft einmal dann vergessen wird, wenn man plötzlich dann in Amt und Würden wird, nämlich, dass man zuerst die emotionale Basis schafft und erst dann mit den harten Argumenten der Politik kommen kann. Ich habe unlängst einmal eine sehr spannende Diskussion da auch geführt mit einem deutschen Politiker, die sind dann teilweise noch extremer als die Österreicher, der dann auch gesagt hat, naja, aber am Ende muss er doch das beste Argument gewinnen. Und ich habe gesagt, ja, Sie haben vollkommen recht, am Ende. Und das ist der springende Punkt. Natürlich ist es richtig, dass man sagt, das beste Argument gewinnt die Debatte. Nur um einmal die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass mir ein Bürger, eine Bürgerin überhaupt so weit zuhört, muss ich eben einmal die Voraussetzungen auf emotionaler Basis schaffen. Das heißt, am Ende kann das beste Argument, der beste Inhalt, die besten Positionen und politischen Versprechen gewinnen. Aber das Wichtigste ist davor, die Basis dafür zu schaffen. Es gibt so ein Wort, das heißt Politikersprech. Damit ist auch ein bisschen angemeint, dass Politiker gerne Fragen ausweichen oder oft inhaltsleer ein bisschen reden. Gibt es sowas wie Politikersprech? Lernt man das vielleicht auch wo? Ich glaube absolut, jeder weiß irgendwie, was man mit dem meint. Und du hast es ja jetzt eh schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, das sind natürlich, ist natürlich irgendwo ein gelernter Mechanismus in der Politik, sich auf Interviews vorzubereiten und sich zu überlegen, welche Botschaft möchte ich jetzt eigentlich vermitteln. Und ich glaube, wie überall im Leben, man kann alles übertreiben. Und es gibt manchen, denen gelingt es sehr gut, auf der einen Seite authentisch zu bleiben, in dem, wie sie selbst als Charakter wirken. Und das andere ist auch sozusagen, irgendwo authentisch zu bleiben, wie man auf Fragen reagiert, also wirklich auf die Frage einzugehen oder überhaupt die Frage zu ignorieren und einfach nur darauf loszureden. Das heißt, ja, ich glaube, es ist immer natürlich wie überall im Leben ein bisschen der Mittelweg gefragt. Ich glaube, man muss verstehen, dass es in der Politik und wie vorhin kurz erwähnt, wie es jetzt um die Krisenkommunikation gegangen ist, man da schon auch sehr eben in der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, naturgemäß, und da auch viel Verantwortung hat und jedes Wort da schon auch einmal auf der Waagschale liegt. Ich vergleiche das auch immer gerne mal mit einem CEO eines Aktienkonzerns. Da weiß man auch, wenn der einmal eine falsche Aussage tut, kann das auf einmal die Aktie zum Einsturz bringen, weil plötzlich
Aktionäre, Shareholder da verunsichert sind durch eine Aussage, die der vielleicht einmal nebenbei in einem Interview fallen lässt. Und ich glaube, ähnlich ist es für einen Politiker, nur dass es da nicht nur um eine Aktie eines Konzerns geht, sondern um einen Staat und die Stimmung in einem Staat und einem Land. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es durchaus professionell ist, von Politikern sich auf Interviews vorzubereiten. Professionell ist, nicht jeder Emotion spontan da nachzugeben, sondern sich sehr gut zu überlegen, was man mit seinen Worten auslösen kann. Der Christian Kern war ja so ein Quereinsteiger, wie ich es vorher erwähnt habe, und dann ziemlich am Ende seiner Amtszeit als Bundeskanzler hat er dann in einem Interview gesagt, 95% der Politik sei Inszenierung. Jetzt war er vor ziemlich genau einem Jahr, im Mai 2019, bei uns zu Gast bei einer Veranstaltung und hat gemeint, er würde das korrigieren. Es sind weitaus mehr, also ein bisschen mehr als 95%. Viel Platz ist er nicht mehr. Wie viel Inszenierung ist wirklich die Politik und wie wenig Inhalt? Also ich glaube, erstens einmal, Christian Kern war ein Meister darin, auch die Dinge da sehr dramatisch zu überspitzen, also auch gewissermaßen zu inszenieren, wenn man will. Und ich glaube, am Ende ist es, schließt das eine das andere nicht aus. Ich glaube, Inszenierung, wenn man so will, ist ja irgendwo die Verpackung, wie ein Inhalt vermittelt wird. Ja, sei das jetzt die Inszenierung einer Veranstaltung, sei das die Inszenierung bei einer Pressekonferenz oder eben auch die Wahl der Mittel, wie man eine Botschaft, einen Inhalt vermittelt. Das heißt, für mich ist es jetzt nicht so ein Entweder-Oder, wie das vielleicht andere sehen, sondern für mich ist die Inszenierung eine Verpackung oder ein Begriff, wie man etwas transportiert. Und auch hier gilt das, was ich vorhin gesagt habe, man kann alles übertreiben, aber ich glaube, grundsätzlich ist es aber nicht schlecht, sich genau zu überlegen, auch wie man eine Botschaft transportiert. Also das heißt, auch hier, ich würde das jetzt einmal vergleichen mit der Privatwirtschaft, wo sich ja Marken und Konzerne genauso überlegen, wie sie sich positionieren, wie sie etwas in Szene setzen. Und ich halte es einfach für durchwegs professionell, auch in der Politik sich zu überlegen, wie wirkt etwas. Da gibt es ja auch genug Negativbeispiele, gerade jetzt, eines aus der kürzeren Vergangenheit, Politiker, die vor der Kamera treten, im Dunkeln hinter sich, da Pamela Rendi-Wagner war es, die dann mit ernster Miene Stellung bezogen hat, in einem finsteren, abgedunkelten Hintergrund und im Hintergrund mit ernster Miene ihre Kollegen und Kolleginnen gestanden sind. Ja, da würde ich einmal sagen, das ist auch Inszenierung. Sie war offenbar aber nicht sehr gut überlegt oder ist nach hinten losgegangen. Also Inszenierung als Wort per se ist für mich einmal nur der Begriff dafür, wie man sich überlegt, wie eine Botschaft, wie ein Inhalt vermittelt wird und per se einmal nichts Schlechtes. Ich glaube, manche machen das besser und manche schlechter. Im letzten Herbst haben wir auch wieder den Nationalrat gewählt und mein persönliches Gefühl in dieser Zeit war, das ist ein absoluter Overkill an Informationen, Diskussionen, Elefantenrunden etc. Ich glaube, es waren mehr denn je. Nimmst du das auch so wahr? Gibt es da eine absolute Überladung an Informationen und Diskussionen? Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, die Fernsehhäuser und Medienhäuser meinen noch immer, dass sich die Zuseherquoten sehr gut verteilen und sehr hoch sind. Also offenbar wird das Angebot genutzt und auch die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie Zuseher haben. Und ich nehme mal an, die überlegen sich sehr, sehr gut, was die Zuseher konsumieren und was nachgefragt ist. Aber aus sozusagen politischer Kampagnenperspektive absolut, also eine Wahlkampfphase, die im Finale hauptsächlich dann mehr im Fernsehen stattfindet, wo der Spitzenkandidat fast nicht mehr greifbar ist für andere Formate im Wahlkampf. Das ist natürlich eine extreme Belastung auf der einen Seite für die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, aber auf der anderen Seite auch für die Kampagne durchaus herausfordernd, in dieser Zeit trotz allem auch in anderen Formen und Formaten präsent zu sein, obwohl der Spitzenkandidat fast nicht mehr greifbar ist. Also durchaus herausfordernd. Wir haben da für österreichische Verhältnisse wirklich jetzt schon ein extremes Niveau erreicht. Wir sind aber wahrscheinlich, was den TV-Wahlkampf als Ganzes betrifft, noch immer noch nicht ganz so extrem wie zum Beispiel die Amerikaner, die ja das auch auf die Spitze treiben, ja dann sogar noch mit TV-Ads, also TV-Werbung ja dann auch noch was drauflegen. Aber ja, ich glaube, es ist sehr strapaziös für alle Kandidatinnen und Kandidaten und auch für die Kampagne durchaus eine Herausforderung. Das Zweite, was in meiner Wahrnehmung extrem zunimmt, sind diese fast täglichen Wasserstandsmeldungen. Das heißt vor allem die Sonntagsfrage, täglich neue Umfragen, wer liegt wie voran und muss ich auf den Wahlkampf 2017 zurückkommen. Da wurde dann ein
Duell zwischen Kurz und Kern in den Umfragen herbeizitiert. Und dann gab es doch viele Wählerinnen und Wähler, die womöglich hat das den Grünen sogar den Einzug in den Nationalrat gekostet, weil viele taktisch gewählt haben. Also weil das Gefühl hatten, sie wollen diesen Kanzlerkampf zwischen Kern und Kurz zugunsten von Kern unterstützen, zu Ungunsten der Grünen damals. Ist da auch irgendwo ein kompletter Overload an Meinungsumfragen in der Vorwahlzeit? Tue ich mir ehrlicherweise schwer, das jetzt so zu beurteilen. Ich glaube, die Medien und der, sozusagen dahinterliegend die Meinungsforscher sind sich ihrer Verantwortung sehr bewusst. Und auch ich nehme es wahr, dass manche Medien, ich denke da zum Beispiel auch an die Wien-Wahl, die letzte, wo ja auch ein Duell zwischen Häupl und Strache herbei geredet wurde, unter Anführungszeichen. Also ich nehme das auch kritisch wahr, dass, ja, also, dass manche Medien diese Verantwortung auch wirklich sehr, sehr bewusst einsetzen, in Kombination mit den Meinungsforschern. Ich nehme es aber trotzdem noch immer zum Großteil so wahr, dass die Medien so sehr seriös agieren und sehr, ja, eben der Verantwortung entsprechend agieren. Aber ja, es gibt dort und da Ausreißer und das muss man, glaube ich, im Auge behalten. Es ist leider nur gleichzeitig eben auch so, dass es nach wie vor nachgefragt wird. Ja. Aber hilft und schaden diese Meinungsumfragen auch dem Stimmungsbild? Wenn Kurz jetzt Richtung 40% Rende Wagner sich schwierig tut, über 20% zu kommen, schafft das nicht immer ein Meinungsbild und beeinflussen diese Umfragen nicht ganz stark auf das Bild in der Gesellschaft? Naja, im besten Fall spiegelt die Meinungsumfrage das Bild der Gesellschaft wider und beeinflusst es nicht. Also das ist natürlich, glaube ich, ein Faktor. Aber wie gesagt, ja, natürlich auch die Meinungsforscher haben da Spielraum und die Medien dann auch in der Darstellung Spielraum, wie man etwas darstellt, wie man da vielleicht auch noch einen Kommentar zur Umfrage macht, um hier den richtigen Frame zu legen, also die Umfrage dann auch noch richtig zu interpretieren, unter Anführungszeichen. Also ja, absolut sehe ich, dass die Interpretation von Umfragen da durchaus ein Spielball werden kann, Meinungen zu beeinflussen. Die Umfrage per se aus meiner Sicht sollte natürlich das tun, was die Umfrage verspricht, nämlich das Meinungsbild wiedergeben. Es ist dann natürlich eher die Interpretation von Journalistinnen, von Journalisten, aber auch von den Parteien, wie die Umfrage sozusagen interpretiert wird. Und das wird natürlich, und das nehme ich auch wahr, zum Teil auch für die Stimmungsmache genutzt. Aber ich würde das auch nicht überinterpretieren, wie sehr sich da die Bevölkerung beeinflussen lässt von einem Stimmungsbild. Man kann natürlich gewisse Tendenzen auch über die Historie sozusagen nachvollziehen, dass man sagt, Menschen sind gerne auch irgendwo beim Sieger dabei, also irgendwo so den Amtsbonus, den ja jeder von uns kennt, sozusagen irgendwo da zu nutzen. Das ist ja irgendwo ein natürlicher Mechanismus in der Politik oder in der politischen Kommunikation. Aber so wirklich große Trendwendungen gehen, glaube ich, nicht von Umfragen aus, sondern wahrscheinlich von anderen Dingen. Damit sind wir ja schon mittendrin im zweiten Themenkomplex, der dich ja auch neben der Kommunikation stark beschäftigt, nämlich Kampagnen, Wahlkämpfe. Ich möchte wieder zurück zum Beispiel kommen, wenn ich jetzt als Quereinsteiger in die Politik komme, stehe vor meinem ersten Wahlkampf und ich komme zu euch ins Campaigning-Büro und sage, Lukas, wir stehen vor dem Wahlkampf, was macht eine gute Wahlkampagne aus? Wie soll ich mich verhalten? Was macht man? Ja, super Frage. Es ist tatsächlich so, dass das uns immer wieder passiert, dass eben frisch gewählte oder nominierte Kandidaten da zu uns kommen und wirklich am weißen Blatt Papier mit uns beginnen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, dass wir ein Verständnis davon entwickeln, ja, dass Wahlkampf nur die kurze Zeit, die intensive Zeit vor der Wahl ist. Also wenn wir von Wahlkampf sprechen, ist das ja wirklich diese fokussierte, aufmerksamkeitsstarke Zeit vor der Wahl, in der ja sozusagen wirklich dann auch einmal die Aufmerksamkeit der Bevölkerung bei der Wahl ist. Dass wir aber im besten Fall bei einer Kandidatur ja natürlich schon länger vorbereiten kann und sozusagen nicht erst in den letzten Wochen zu kampanisieren beginnt. Also das eine ist, glaube ich, das fundamentale Verständnis, dass das eher ein Marathon ist als ein Sprint. Ja, und das zweite ist, dass ein guter Wahlkampf aus unserer Sicht immer aus drei zentralen Facetten bestehen muss. Wir nennen es immer die drei Cs. Das ist Candidate, Cause und Campaign. Also der Kandidat, das zentrale politische Anliegen und die Kampagne oder die Kampagnenfähigkeit des Kandidaten, der Kandidatin oder der Organisation, die da sozusagen dahinter steht. Also den Parteien in aller Regel, die es ja in Österreich da gibt. Das heißt, auf der einen Seite geht es darum, welches personelle Angebot habe ich an die Wählerinnen und Wähler. Das ist eben dieses erste C, das Candidate, also der Kandidat.
Da geht es um den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin. Da geht es aber auch, gerade wenn man an kommunale Wahlen denkt, also Gemeinderatswahlen zum Beispiel, sehen wir dort natürlich nach wie vor auch sehr häufig, dass es Kandidatenteams gibt, die in der Gemeinde gut verankert sind und bekannt sind. Das ist das eine. Das zweite, der Cause, also das Anliegen, das politische Anliegen, ist wahrscheinlich das zweite zentrale Element eines guten Wahlkampfs. Man darf einfach nicht dem Irrglauben verfallen, dass ein einzelner guter Kandidat alleine eine Wahl gewinnt. Oder umgekehrt, dass sozusagen Marketing oder Kampagne alleine die Wahl gewinnt. Sondern es braucht immer diese drei Elemente. Also wer glaubt, dass er ohne eine politische Ansage, ohne politische Vision, ohne Themen, ohne Inhalte, ohne Programm eine Wahl gewinnt, ich glaube, der hat schon sehr, sehr viele Grundvoraussetzungen nicht oder womöglich einem Irrglauben. Das heißt, das Zweite ist dieser Cause. Bin ich in der Lage oder habe ich ein Angebot auch auf inhaltlicher Ebene, habe ich ein Anliegen, für das ich stehe? Und das Dritte, Campaign, also die Kampagne und Kampagnenfähigkeit, bin ich als Organisation und als Kandidat, als Kandidatin auch in der Lage, das alles zu transportieren? Da geht es jetzt wirklich dann ums Handwerkliche, von der Kommunikation über die technische Infrastruktur, die heutzutage natürlich auch da zur Verfügung steht, oder auch eben die Kampagnenorganisation an sich. Also wir sehen dann natürlich auch große Unterschiede jetzt zum Beispiel von eher jüngeren Parteien wie den NEOS oder eher alteingesessenen, stark verwurzelten Parteien wie der Volkspartei oder der SPÖ, die natürlich auch in den Regionen, in den Bezirken extrem starke Strukturen haben. Das sind andere Voraussetzungen und muss man natürlich auch in der Art der Kampagne bedenken. Aber es sind am Ende diese drei Dinge, die miteinander harmonieren müssen und die gut gleichmäßig funktionieren. Eines davon alleine gewinnt noch keine Wahl. Mhm. Ihr verfolgt ja auch einen speziellen Ansatz, Überschriften wie ein Movement, also Mobilisierung geht es da auch stark. Was kann man sich darunter vorstellen? Genau, Movement Campaigning, so nennen wir unsere Methode, ist natürlich sehr, sehr stark inspiriert von den Wahlbewegungen, die viele von uns beobachtet haben bei Barack Obama und Co. in den USA. Also der Barack Obama 2008 wirklich eine Pionierleistung vollzogen, wenn es darum geht, klassische Kampagnenelemente, also wie gesagt, klassische Werbung, Plakate, TV-Spots und so weiter, mit modernen digitalen Kanälen, aber eben auch diesen Grassroots-Gedanken, also der Graswurzelbewegung zu kombinieren. Und dort ist es geschafft, in kurzer Zeit eine große Unterstützerbasis aufzubauen, die Teil seines Wahlkampfs wurden. Also das heißt, für uns gilt ein Grundsatz. Wir glauben daran, dass Kampagnen und auch Wahlkämpfe erfolgreicher sind, wenn Menschen darin beteiligt sind. Das heißt, dass wir fundamental daran glauben, dass es eben nicht nur darum geht, gute Werbung zu machen, also gute Plakate zu machen, gute Social-Media-Videos zu produzieren, sondern es geht auch darum, bin ich als Kampagnenorganisation in der Lage, Gleichgesinnte, die es ja da draußen gibt, also Leute, die sagen, ja, ich sehe das auch so wie dieser Kandidat oder diese Partei, in der Kampagne zu integrieren und denen Aufgaben zu geben. Und die Königsdisziplin ist, dass diese Aufgaben unterschiedliche, Intensitätslevel auch beinhalten. Also wir müssen nur an uns selbst denken, nicht jeder von uns ist gleichermaßen bereit, sich für eine Sache zu engagieren. Da gibt es welche, die sagen, ja, dem widme ich jetzt meinen Sommer, meine Sommerferien, ziehe mir das T-Shirt der Partei über und gehe auf die Straße und verteile Flyer. Aber es gibt auch Leute, die sagen, na, also so viel möchte ich nicht tun oder so viel Zeit habe ich nicht. Ich kann aber mit meinem Smartphone von zu Hause aus auch ein bisschen was tun. Und wir glauben daran, es sind die erfolgreicher, die es eben schaffen, diese unterschiedlichen Möglichkeiten des Mitmachens gut zur Verfügung zu stellen, anzubieten und auch zu organisieren. Wir kennen das in den letzten Jahrzehnten natürlich gelernt, haben die Parteien, dass es sowas wie Freiwilligenteams gibt. Also das sind dann eben die klassischen Leute, die dann von Tür zu Tür gehen, die gebrandeten Uniformen anhaben und Flyer verteilen. Aber in Wahrheit ist das ja nur die Spitze des Eisbergs. Und darunter liegt ein Potenzial von möglichen Unterstützern, die es in der Kampagne zu aktivieren gilt und denen Möglichkeiten von sinnstiftenden Beiträgen in der Kampagne zu geben. Als wir beide noch sehr jung waren oder vielleicht nicht mal noch auf der Welt,
oder noch jünger waren, formulieren wir es so, haben Wahlkämpfe noch hauptsächlich bestanden aus einem schönen Wahlplakat, vielleicht ein, zwei, drei TV-Konfrontationen. Was sind denn jetzt alles inzwischen Bestandteile einer Kampagne? Welche Eckpfeiler gibt es, die man bedenken muss und vor allem auch, welche Rolle spielen soziale Netzwerke? Also ich glaube, viele dieser Elemente, die es vor Jahren oder Jahrzehnten gab, sind ja nach wie vor absolut noch im Einsatz und haben ihre Berechtigung. Also wie du sagst, ja, die TV-Konfrontationen, die für das TV-Publikum relevant sind und viele, für viele noch meinungsbildend ist, bis hin zum Plakat, das ja in Österreich oder auch in Deutschland einen wirklich unnormalen oder überdurchschnittlichen Erfolg hat. Also andere Länder machen nicht so viel Plakatwahlkampf wie hier in Österreich oder in Deutschland. Und daneben sich natürlich, wie in den sonstigen Kommunikationsbranchen auch, sich viele, viele neue Elemente dazu gegeben haben. Das eine ist natürlich die große digitale Kommunikation, die zugenommen hat, einerseits über Websites, über Landingpages, über die E-Mail-Kommunikation, die nach wie vor extrem stark und etabliert ist, auch in Österreich, aber eben auch soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Google und YouTube, WhatsApp, also die ganzen Messenger-Tools, die da zur Verfügung stehen und wo auch die Nutzerzahlen in Österreich entsprechend hoch sind. Das heißt, was sich hier entwickelt hat in den letzten Jahren und was man wahrnehmen kann, ist auch eine Professionalisierung des Marketings der Parteien. Also dass auch die neben den Unternehmen, die das natürlich schon auch länger nutzen, auch die jetzt diese modernen und zeitgemäßen Kanäle nutzen. Also vom Social-Media-Kanal bis hin eben zu den klassischen und schon althergebrachten Kanälen, wie eben den guten und alten Haustürgespräch oder Hausbesuch, das nach wie vor in den Parteien ja die Berechtigung hat. Wie sieht denn ein gutes Wahlplakat aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2017, 2019 Sebastian Kurz Wahlplakate, wer kurz will, muss kurz wählen, Zeit für Neues, Klarheit schaffen, kurz wählen, es ist Zeit. Das lässt ja sehr viel offen. Ich frage mich, wofür ist Zeit, was ist Neues, welche Klarheit will ich schaffen? Haben Inhalte auf Wahlplakaten überhaupt Platz oder geht es nur um eine kurze Message? Ich glaube, jedes Wahlkampfmittel hat seine Rolle im Wahlkampf und man darf da nicht aus einem Medium wie einem Plakat mehr machen, als es einfach ist. Und wir müssen uns immer bewusst sein, wir reden beim Wahlplakat eigentlich immer sowas wie die Bühnenkulisse bei einem Theaterstück. Auf der Kulisse ist ja im Theaterstück, spielt sich ja auch nicht quasi das Hauptstück ab, sondern das passiert auf der Bühne davor. Und dafür gibt es wiederum andere Kanäle. Das heißt, das Wahlplakat wird nie das Wahlprogramm ersetzen. Das Wahlplakat wird nie eine TV-Konfrontation ersetzen, wo man in den direkten Austausch mit dem politischen Mitbewerber, mit der Mitbewerberin geht. Das Wahlplakat hat eine Rolle im Wahlkampf und die ist natürlich sehr reduziert. Die ist jetzt sozusagen, wäre falsch interpretiert und auch das kennen wir, wenn da irgendwelche Textwüsten drauf sind und versucht wird, zu viel auf einem Plakat zu erklären. Man muss ja auch, wenn man das Medium kennt und sich mit dem Medium beschäftigt, immer bedenken, die Plakate werden ja konsumiert im Vorbeifahren mit dem Auto oder mit den Öffis, da wo ja gar nicht so viel Zeit bleibt, das Ganze zu konsumieren. Das heißt, auf der einen Seite gelten für Plakate in der politischen Kommunikation ähnliche Regeln wie Plakate von sonstiger Produktwerbung, wenn man will. Es muss sozusagen eingänglich sein, leicht zu dekodieren, sagt man da in der Werbesprache, also leicht zu erfassen und aufzulösen im Geist, was eigentlich jetzt damit gesagt werden wollen. Und im besten Fall wird damit auch noch eine Emotion ausgelöst oder hervorgehoben, die in einem drinnen ist. Das heißt, auf der handwerklichen Ebene gelten hier dieselben Regeln wie sonst auch für Plakate. Sozusagen auf der inhaltlichen Ebene, für was macht ein gutes politisches Plakat aus im Wahlkampf? Die einfache Antwort, aber wahrscheinlich unbefriedigende Antwort ist, es muss zur Strategie passen und zur Kernaussage der Wahl. Und wenn ich da vielleicht noch ganz kurz eingehen kann, vor allem zum Beispiel 2017, das zentrale Thema dieser Wahl war oder das zentrale Thema, das Sebastian Kurz und sein Team in dieser Wahl strapaziert haben, war, wollen wir in Österreich weiterhin ein altes Politiksystem, das besteht aus Streiten und jeder wirft sich gegenseitig Steine in den Weg, oder wollen wir etwas Neues, ein politisches System, einen politischen Stil, der in Lösungen denkt, wo der Beste mit seinen Ideen gewinnt und nicht den anderen schlecht macht. Das heißt, das zentrale Thema der Wahl 2017 aus Sicht der Volkspartei war alt gegen neu.
Und dementsprechend war es nur konsequent und konsistent, dass auch auf den Plakaten einer der zentralsten Begriffe war, neu. Zeit für Neues war dementsprechend auch der zentrale Slogan, die zentrale Headline, wenn man so will, die auf den Punkt gebracht hat, eine Emotion, die sich ja auch in den Umfragen und Meinungsforschungen mit der Österreicher gedeckt hat. Die Österreicher hatten genug von diesem Stillstand und wollten etwas Neues. Man sieht, du kommst aus dem Kampagnenteam, aber das war 2017 ein Slogan. 2019 hat es dann geheißen, wer kurz will, muss kurz wählen. Jetzt verstehe ich schon den Hintergrund dieses Slogans, muss aber fast fragen, ob das nicht immer in einem Widerspruch zu unserem Wahlsystem steht. Wir können ja kurz gar nichts wählen, sondern nur die neue Volkspartei. Also verstehe schon, aber anders gefragt, wie personenzentriert ist das mittlerweile in der Politik? Gerade auch, Entschuldigung, wenn ich noch nachdenke, darf, gerade bei Sebastian Kurz, nämlich das besonders personenzentriert war. Also ich glaube, auf der einen Seite eine generelle Antwort. Wir nehmen das alle wahr, dass Wahlkämpfe oder auch politische Kommunikation zunehmend personenzentriert wird. Ich glaube aber, was wichtig zu bedenken ist, Personen waren schon immer extrem wichtig in der Politik. Das heißt, die Identifikation mit einer Person, die Identifikation mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin war schon immer sehr, sehr prägend für die Wahlentscheidung der Wählerinnen und Wähler. Ich vergleiche auch das immer wieder gerne mit der Gemeindeebene, wo man ja seinen Kandidaten noch viel besser kennt, als jetzt vielleicht auf einer nationalen oder bundesweiten Ebene. Also ich glaube, das Einzige, was sich verändert hat, dass es jetzt zunehmend Kanäle und Wege gibt, wie man mit Personen auch auf einer Ebene, die sozusagen weiter weg von einem ist, also eben auf der nationalen Ebene, wie man mit denen in Kontakt und Verbindung tritt. Das heißt, da spielt auch zum Beispiel die Entwicklung von sozialen Medien eine große Rolle, weil plötzlich es möglich ist, dass jemand wie Sebastian Kurz auch in Kontakt tritt mit Bürgerinnen und Bürgern, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt hätten, mit ihm in persönlichen oder quasi persönlichen Kontakt zu treten. Also was ich wahrnehme ist, Personen waren auf der einen Seite schon immer extrem wichtig für die Wahlentscheidung und auf der anderen Seite haben die Kanäle zugenommen, auf denen dieser persönliche Kontakt hergestellt werden kann. Wie viele Augen, also man hatte nur zwei, aber sagen wir mal, wie viel Aufmerksamkeit ist einem Mitbewerber in so einem Wahlkampf? Gehört Dirty Campaigning oder sowas auch dazu? Ist das einfach Teil von einem Wahlkampf? Also ich glaube, da gibt es auch da unterschiedlichste Zugänge und unterscheidet sich wahrscheinlich von Wahlkampf zu Wahlkampf. Wir als Campaigning-Büro haben für uns den Grundsatz gefasst, dass wir keine Dirty Campaigning-Kampagnen machen oder begleiten wollen. Dementsprechend hat sich es auch gut ergeben, dass die Volkspartei jetzt 2017 und 2019, wo wir da maßgeblich beteiligt sein durften, auch für sich entschieden hat, sie wollen da eben auch diesen neuen Stil, den sie fordern, selbst vorleben und dementsprechend nicht auf andere hinhacken oder jetzt so quasi mit dem Finger auf andere zeigen oder andere schlecht zu machen, sondern vor allem über ihre Inhalte sprechen. Dementsprechend war es in diesen Kampagnen extrem wenig im Fokus, was machen die Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Es war wenig abhängig davon, was die machen, sondern man konnte selbst sich auf seine Dinge konzentrieren. Das war jetzt aus Kampagnen-Team-Perspektive extrem angenehm, weil natürlich ein Riesenteil von sonstigen Wahlkämpfen da wegfällt. Wir haben aber auch andere Kampagnen erlebt, wo das ganz normal zur professionellen Wahlkampfführung dazugehört, zu beobachten, was der politische Mitbewerb macht. Das gehört dazu. Es kommt auch immer wieder vor, dass man dann eben auf etwas reagieren muss, auf etwas eingehen muss, wo der politische Mitbewerb einen angegriffen hat oder hinterfragt hat. Das gehört absolut dazu, aber uns gefallen diese Wahlkämpfe besser, wo man eigentlich hauptsächlich auf sich konzentriert ist und seine Ideen und Programme vertreten kann. Jetzt haben wir so viel über Wahlkämpfe gesprochen, abschließend noch, jetzt sind wir mittlerweile in einer neuen Regierungskonstellation, die es so noch nie gegeben hat. Du hast schon viel über Kurz und die Volkspartei gesprochen, sie sind in einer Koalition bekannt mit den Grünen und Werner Kogler. Wenn ich jetzt wieder auf mich persönlich kommen darf, oft schaue ich mir dann diese Pressekonferenzen an und bin durchaus amüsiert, wenn Kurz und Kogler gemeinsam auftreten, das war zu Beginn, ich denke da an die Regierungserklärung oder die Präsentation des Programms, Sebastian Kurz, sehr diszipliniert, in 5 Punkten, abgehandelt in einem schönen Anzug, jedes Hemdfalte ist gut gesessen. Und daneben Werner Kogler mit aufgestreckten Ärmeln redet, was ihm gerade einfällt, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, aber halt sehr, ja, einen ganz anderen Stil, formulieren wir es so. Wie amüsant ist das auch aus Kommunikationsperspektive, zwei so Gegensätze, und kann das auf Dauer gut gehen? Kann das vielleicht sogar eine Stärke sein? Also auch hier, also meine persönliche Meinung, ja. Also ich empfinde es offenbar ähnlich wie du, ich finde es amüsant.
Ich finde, es hat auch irgendwo was Erfrischendes. Was ich aber vor allem wichtig finde, es ist, beide sind authentisch. Es wird da jetzt oft immer dann gesagt, na, der Kogler ist viel authentischer, also der Vizekanzler ist viel authentischer als Sebastian Kurz. Wer Sebastian Kurz kennt, der weiß, dass er so ist, dass er ein extrem strukturierter, ordentlich und disziplinierter Mensch ist, wenn man so will, der einfach auch da sehr darauf achtet, dass das, was er sagt, verständlich und strukturiert wiedergegeben wird. Und ich glaube aber auch, dass Werner Kogler eben sehr authentisch ist. Und jetzt kenne ich den nicht persönlich so gut, aber er wirkt zumindest so, als würde er wenig Unterschied machen, ob er jetzt vor der Kamera spricht oder sozusagen auch hinter der Kamera spricht. Und dementsprechend glaube ich, dass aus der Perspektive zumindest beide authentisch sind. Was ich aus professioneller Kommunikationsperspektive sagen kann, ist, ich glaube, es ist natürlich schwerer, Werner Kogler zu folgen als Sebastian Kurz als Bürgerin oder als Bürger vor dem TV-Schirm, weil natürlich es deutlich leichter ist, sich da jetzt 5 Punkte zu merken, die im besten Fall dann auch noch einmal wiederholt werden. Da würde wahrscheinlich jeder Kommunikationstrainer sagen, es ist leichter zu merken, diese strukturierte Kommunikation als eine eher lockere, losgelöste Kommunikation, wie es vielleicht von Werner Kogler ist. Aber für mich persönlich, es wirkt sehr natürlich. Ja. Eine letzte Frage an dich. Jetzt haben wir auch stark über Veränderungen gesprochen, inwiefern sich Kommunikation, Wahlkämpfe verändert haben. Blick mir in die Zukunft, wie werden sie sich verändern? Wie sieht ein Wahlkampf in 10 Jahren aus? Ja, schwierige Frage. Und wenn ich das wüsste, ja, dann wäre das natürlich super. Ich kann mich sozusagen dann nur Prognosen auch anderer anschließen oder meine Interpretation. Ich glaube, es wird noch zunehmend persönlicher. Und damit meine ich jetzt nicht noch personenzentrierter, aber ich glaube, dass es in der Kommunikation immer weiter dahin geht, dass es One-to-One wird. Also, dass es noch mehr darauf eingeht, welche Interessen habe ich als Wählerin, als Wähler, dass es noch mehr sozusagen zielgruppenorientiert wird, aber Zielgruppen dabei nicht mehr Gruppen und Massen beschreiben, sondern eigentlich einzelne Personen im besten Fall. Und dass sich die Technik auch hier weiterentwickelt und das Ganze noch persönlicher und auf die einzelne Person zugeschnitten wird. Das, glaube ich, wird uns viel beschäftigen. Und auch wenn man da in die USA schaut, die sich jetzt ja auch sehr viel wirklich mit Identitäten beschäftigt, also die gar nicht mehr von Zielgruppen sprechen, sondern von Identities, dann weiß man, in welche Richtung es geht. Da geht es sehr viel um gemeinsame Wertevorstellungen und Grundhaltung und viel weniger dann noch um, in welcher demografischen Gruppe bin ich, weil wir alle wissen, Demografie als einziges Kriterium, also wie alt ich bin, wie viel ich vielleicht verdiene, macht schon lange nicht mehr aus, ob ich jetzt, wie ich politisch orientiert bin, und dementsprechend entwickelt sich dahin auch die Kommunikation. Ja, auch wenn es momentan sehr weit entfernt wirkt, aber der nächste Wahlkampf kommt bestimmt. Vielen Dank, Lukas, für das Gespräch und deine Auskunft. Danke sehr.